Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Sims 4. Wir waren im letzten Part stehen geblieben, nachdem wir endlich die Küche etwas eingerichtet haben. Wie wir sehen können, hier ein Herd. Bar haben wir umgestellt. Auch das hier. Theo und Turfin haben sich etwas angenähert. Verstehen sich gut. Turfin ist etwas kokett, weil sie eine Romanze im Fernsehen gesehen hat und Theo ist relativ ausgeglichen, weil er gerade Sims spielt. Ja, und dann schauen wir mal, was wir in dieser Folge erreichen können. Hallo, I'm Chibi. I'm Floypinkubu, Plexelplas, Wabris. Mit wem spricht er überhaupt? Sir Effie. Mit ihr? Dad. Sie will handeln. Jetzt möchte Teraphine gerne ein Bild malen. Oh, yes. Und er spielt. Sie möchte ein Lama-Bild malen. Ah, und er will einen neueren Computer haben. Einen besseren. Jetzt will sie schlafen gehen. Mit Zeo oder? Zeo will lieber Computer spielen. Jetzt möchte sie fein essen gehen, während er mit Pauken spielt. Also Zeo. Spiel dein Spiel weiter, während sie über sich selbst sich unterhält. Oh, sie will verreisen mit dem Flugzeug. Zeo, da musst du dich ranhalten, damit du ein Privatjet kriegst, ne? Handschellen? Okay, die beiden verstehen sich besser als ich sie einschätzen kann. Ich weiß aber nicht, ob man so flirtet. Ich meine, sie spricht die ganze Zeit hier mit der Wand, während er die ganze Zeit vor dem PC da ist. Oh, jetzt möchte sie auch einen neueren Computer haben. Und den Müll rausbringen. Okay, du darfst den Müll rausbringen jederzeit. Oder möchte den Müll sogar wegfliegen mit dem Flugzeug, während sie über sich selbst nachdenkt und Theo natürlich wieder an seine Bauchplätze. Jetzt möchte sie gerne eine Musik-CD hören, zusammen mit Theo. Oder Theos exklusive Rap-Hits oder so. Auto und er möchte einen Alien. Sie möchte Geld verdienen, während er einen neueren Computer haben will. Und sie scheint sehr zu mögen. Sie spricht dann dauernd über ihn. Und er liebt Panzer. So, jetzt möchte ich aber gerne schlafen gehen, ne? Denn ich tippe erstmal noch weiter rum. Ich liebe braune Kommoden. Die sehen immer so schön nach Holz aus. Und diese Käse-Sandwich, die man daraus machen kann. Aber ich mag keinen Regen. Ich mag lieber neue Computer. Der alte hier ist zu langsam. Oh, ich mag die Sonne draußen. Obwohl wir Nacht haben. Theo? Ach so. Theo geht mal da. Was möchte sie denn? Sie guckt sich immer noch eine Romanze an, obwohl das alles andere als romantisch aussieht, da mit so einem Gehirnlaser. Jetzt ist sie müde. Jetzt geht sie schon mal schlafen. Gute Nacht, Seraphine. Stimmt, haben die eigentlich Hausaufgaben auf? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Steht gar nichts von drin. Belohnungsstore, neues Bestreben wählen. Ist das? Ach, man kann man. Ah, okay. Theo, du grillst Käse mitten in der Nacht. Hat Kochfähigkeit erworben, ja, Teraphin auch. Aber Teraphin ist wenigstens etwas besser. Was machst du? Käse grillen. Das wird so ein saftiges Steak mit Lauch und Zwiebeln auf dem Teller. So, hier noch ein bisschen würzen. Ein bisschen umdrehen. So, Bratpfanne auf den Teller kippen. Und schon haben wir ein Käse-Sandwich, das wir jetzt einfach mal liegen lassen, weil wir müde sind. Die Müdigkeit siegt über den Hunger. Und beide schlafen nun. Friedlich. Sie träumt von Lamas.
So, wir gucken mal ein bisschen, was die so träumen. Was träumt denn unsere Seraphine? Gar nichts. Unser CEO auch nicht. Oh, Rafsig. Wir beschleunigen mal etwas. Oh Gott, er will einen Pool, Lama und einen Stein und sie muss nun ganz schnell. Gora! Gora! Ja, dann geh doch schnell, anstatt rumzuschreien. Geh doch schnell aufs Klo. Sie schreit erstmal rum, Hilfe, ich muss aufs Klo, aber statt schnell raufzugehen, ne? So. Er hat riesigen Hunger. Er wird auch gleich aufwachen und wird sich erstmal mitten in der Nacht was zu essen holen. Was? Was steht hier denn? Theo hat Hunger. Er muss etwas essen, bevor der Hunger schlimmer wird. Wird ausgehungert sein in 17 Stunden. Ah. Können wir ihn schon aufstehen lassen? Energie, jo. Können wir. Hey! Da klaut Seraphine einfach das Essen, was Theo abends zubereitet hat. So geht's aber nicht. So, Theo, du machst jetzt eine weiße dort. Oh, er fühlt sich unwohl. Warum? Weil hungrig. Na gut, das lösen wir ja gerade. Seraphine fühlt sich okay. Hat auch gut geschlafen soweit. Hunger erledigt sich gerade. Nach dem Essen gehst du einmal... Ach, du darfst ein Schaumbad nehmen. So, Theo. Huch. Einmal durch. Was? Du musst doch auch auf deine Schale gucken, Theo. So rührt man aber nicht um. Ab in den Ofen, genau. Du möchtest lieber ein Käsesandwich, aber jetzt backst du gerade einen Kuchen. Ich weiß, du hast Hunger. Das Essen ist gleich fertig. Denke ich doch. Ich weiß nicht mal, wie teuer das ist. Wie lange das dauert. Ich hoffe, das ist jetzt fertig. Das riecht ekelhaft. Warum? Was hast du jetzt schon wieder stehen lassen? Ein Stück nehmen. Qualität gut. Hergestellt von Theo. Was riecht denn hier gerade so? Überhaupt nichts. Noch 3 Stunden bis verdorben. Seraphine freut sich. Sie liebt das Planschen wohl. In der Badewanne was macht. Theo, hier, sie ist glücklich. Sie fühlt sich so glücklich in der Badewanne. Oh, wie eine Badenixe. So, Theo sieht sich einen Comedy-Kanal an. Yay! Und danach will er eine SMS schicken. Gut. Da wir ihn. Obwohl. Du räumst denn bitte das noch weg? Dann isst du das Käse-Sandwich auf. Ach nein, doch nicht. Du machst hier am PC, aber diesmal spielst du nicht, sondern du schreibst Witze. Du bist ja so ein lustiger Vogel, also musst du auch Witze schreiben. Du schreibst jetzt dein Skript für die nächste Folge. Wir wollen ja Mittwoch oder Sonntag wieder eine Folge von dir sehen, das musst du jetzt schreiben. Üben, so. Du isst das Käse-Sandwich? Ja, du kriegst bald einen neuen Computer, aber erst musst du das da machen. So, was haben wir bei dir? Hunger ist gleich voll. Können wir das irgendwie in den Kühlschrank packen? Weglegen. Genau, stell das mal weg. Im Kühlschrank hält sich die Torte wahrscheinlich länger als hier draußen. So. Was macht ihr eigentlich Spaß?
Runden dürfen nur aus bis 8 Sims bestehen. Okay, nein, dann wird es was anderes. Dann gehst du erstmal joggen. Nachdem du den Kuchen weggelegt hast. So, das aufräumen. Und dann kannst du joggen gehen. Genau. Dabki? Ja, Dabki. So, schön. Deinen Teller, den du sauber, den du dreckig gemacht hast, den machst du auch sauber. So, wie weit bist du denn jetzt mit deinen Witzen? Ah. Witze schreiben. Zeo muss in circa einer Stunde in der Schule sein. Tipp. Chefin muss auch in einer Stunde in der Schule sein. Hat die Fitnessfähigkeit erworben. Ui. Ich bin mir nicht sicher, ob er das noch schafft in der Zeit. Hat er noch irgendwelche andere Bedürfnisse? Hunger. Und er ist schon wieder verliebt. Während er... Oh, er schreit einen Liebeswitz. Oh. Zeo, die Folge möchte ich dann sehen. Zeit vergeht. Nö. Oberschule besuchen, genau. Schafft er das noch? Seraphine ist zur Schule. Geh zur Schule. Hallo. Er hat's geschafft. Wow. Zeo ist auch zur Schule. Gut. Boah, die Null kommt hier unten gar nicht mehr klar. Oh, er ist verspielt. Er hat was Verspieltes in der Schule. Spinner sind immer ein wenig verspielt. Spieltrieb in der Schule. Und jetzt wieder okay. Terrafin ist für heute mit der Schule fertig. Sie hat zufriedenstellende Leistung. Aber die Buckinghamer sind der Meinung, dass sie ein wenig zusätzliche Arbeit nicht schaden würde. Energie geladen, ui. Tolle Freunde, Dinge lernen und Rucksäcke. Was kann man mehr daran? Was kann man daran nicht mögen? Rucksäcke. Also sie isst erstmal ein Stück Kuchen. Weibo! Und danach gehst du energiegeladen joggen. Zeo, warte, du sollst erst den Kuchen essen. Was soll denn das? Gut, dann nicht. Du bist jetzt nicht mit ihr, du. Ich sag mal, du gehst jetzt selber. Obwohl. Du schreibst deinen Witz noch zu Ende, genau. Ess erstmal ein Stück Torte. Henbei. Yishle Henbei. Und dann schreibst du deinen Witz weiter. Sich selbst motivieren. Wow, ich bin so muskulös. Guck mal an hier. Ha, blöder Spiegel. Ich bin besser als du. So, jetzt gehst du mal schön essen. Wo ist Terrafin eigentlich? Da geht sie joggen. Oh, niedliches Outfit. Oh, da drängelt sie einfach das Kind weg. Also Terrafin, das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Du bist doch so eine nette Person. Da drängst du einfach das Kind weg. Gut. Zeo. Kuchen essen. Gut. Und dann den Teller bitte auch aufräumen. Gut. Schön machst du das. Die ist Terrafine so energiegeladen. Gutes Training hebt immer die Stimmung. Ah, aufregende Schulter. Selbstsicher, wie? Hochgeputzt. Etwas Zuspruch verleiht einem Aufschwung und Motivation, auch wenn er von einem selbst kommt. Freundlich zu Terrafine sein. Oh. Klicke auf Terrafine und wähle eine soziale Interaktion aus der Kategorie freundlich. Gleich. Terrafin ist noch unterwegs, die macht etwas Sport.
Instrument kaufen. Okay. Aha. Ich möchte programmieren üben. Ui. Terrafin. Da ist sie ja schon. Was möchte sie jetzt? Ein Stück Kuchen. Gut, jetzt darfst du ein Stück Kuchen essen. Du besetzt den Rechner noch Augenblick. Stinkefüße, aber ich sehe hier nichts. Oder musst du selber? Hygiene geht eigentlich noch. Nulitz Pagorbene, Grenith Padounce, PR Kajol. Hast du gesehen, diese Roboter, die sind so groß. Ich finde Roboter total toll. Nun möchte ich gerne mit dir ein leckeres Käse mit Schinken und Wein essen. Nicht aus Lamas, aber ich finde Lamas toll. Die kann man so schön im Spiegel ansehen. Ich höre immer gerne zu, Zio. Immer wenn du über Lamas redest, ne? Ja, und hast du schon gesehen, die Paketboten letztes, ne? Die bringen Leute, die singen die ganze Zeit während der Arbeit. Und dann fahren draußen auch noch Panzer rum. Die bringen andauernd Tablets. Oder Handys mit. Terrafin. Warum? Ach so, wegen dem Joggen, ja, ist klar. Du räumst dann ihren Teller auf, du bist so nett. Was steht hier? Angenehmes Gespräch, Levelaufstieg. Zweite Fähigkeit, Comedy. Ihr kann nun Klopfwitze erzählen. So, reicht. Nun... Du möchtest gerne Musik hören? Nein, du musst erstmal abwaschen. Und dann gehst du noch eine Runde joggen. So, Terrafin. Was macht sie? Badet sie oder duscht sie? Ein Schaumbad. Sie mag Schaumbäder. Also, nun Leute, ihr wisst alle, Terrafin liebt Schaumbäder. Sieht echt noch ein bisschen leer aus hier, das Ganze. Ah, genau, sie wollte doch hier Programmieren üben, da. Was machst du denn nach deinem Schaumbad? Oh, sie ist schon fertig mit ihrem Schaumbad. Oh, warte. Muss erst noch da hinten hin. Entschuldige, aber ich hab's zu spät gesehen. Dann kannst du hier noch ein bisschen Programmieren üben, wenn du möchtest. So, wo ist Zeo? Zeo ist glücklich. Zeo ist immer total glücklich und Terrafin auch, wenn die beiden miteinander quatschen. Wo ist er jetzt? Schmutzig. Der Schmutz nimmt langsam Überhand. Oh ja. Nimm eine Dusche. Und hör auf mit dem Joggen. Komm zurück. Du darfst jetzt duschen gehen. Dann kann der Schmutz auch nicht deine Oberhand nehmen. Programmierfähigkeit erworben. Dank ihrer neuen Frau kann der Fehlnoten hacken und das Programmieren üben. Je höher die Fähigkeit, desto mehr Möglichkeiten zum Hacken werden freigeschaltet. Okay, wir machen aus ihr eine Hackerin, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Sie sollte Bilder malen. Oder Videospiele. Kunststück betrachten. Klicke auf ein Kunstwerk, um es dir anzusehen. Wir haben hier kein Kunstwerk. Wir haben einen Spiegel und noch einen. Wir haben keine Bilder hier. Er singt einfach immer da. Okay. Gut, das ändern wir dann aber. Sie möchte Kunst. Hier, Deko. Von einem Dino. Nimm einmal diesen lustigen Marienkäfer. Hier an dieser Wand ist gar nichts. Uch. Raus. So.
Seraphine, du... wo ist das Bild hin? Wieso ist das Bild weg? Oder habe ich das gerade eben nicht? Doch, das ist doch das Bild. Muss ich das jetzt verstehen? Über die Wand. Ein Wandschmuck. Oh, der Baum, der passt da so super hin. So, das Bild. Ist da auch einfach so gut hin.